Hallo, hier ist Martin von D20 Sounds und heute geht es wieder um Musik, die ich geschrieben habe, und zwar diesmal für das jetzt im Juni 23 auf Game on Tabletop befindliche Modul Winterwacht von DSA. Das ist gerade im Crowdfunding und der liebe Kollege Ralf Kurzifer hat einen Track an mich weitergegeben, vielmehr zwei, aber über einen möchte ich heute euch ein bisschen erzählen und warum ich Dinge gemacht habe, wie ich sie gemacht habe, und ich hoffe, das Video macht euch ein bisschen Spaß. Zuerst mal möchte ich mich beim Johannes bedanken. Der hat wirklich total gute Vorarbeit geleistet, hat den Track beschrieben, aber hat auch so die Grundstimmung beschrieben, wie es in dieser Gegend im Bornland so klingt. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen sofort. Einmal war die Musik von Tchaikovsky wurde erwähnt und aber auch die Musik vom Witcher. Und ich habe mir aus dem von Tchaikovsky so ein bisschen das Harmonische genommen, also diese schweren, tragischen russischen Melodien in oft harmonisch Moll, und vom Witcher habe ich mir so ein bisschen das Wilde genommen, denn es geht um einen Track, der heißt Der Auserkorene des Chor. Die Stimmung, die hier vermittelt werden soll, ist aggressiv, kunstvoll und stolz. Und als Hauptinstrument oder ein wichtiges Instrument fürs Bornland wurde das Fagott angegeben. Ich habe mir erst, wie ich das oft so mache, erstmal so ein Bild von dem im Kopf gemacht, was ich machen wollte. Und das ist ganz gut entstanden. Es soll also ein epischer Song sein, ein Schlachtensong für Endkämpfe, für Bosskämpfe, und aber auch ein Song, der die Seele des Landes so ein bisschen transportiert. Viel Anspruch, aber es war sehr spannend, das zu machen, und ich glaube, es sind lustige Sachen dabei rumgekommen, oder nein, lustige Sachen nicht, es sind interessante Sachen dabei rumgekommen. Und ich habe ein bisschen anders gearbeitet, als ich das sonst tue, und habe in diesem Fall mehr natürliche Instrumente eingesetzt, als alles nur am Keyboard im Computer zu programmieren. Also es sind viel live eingespielte Sachen dabei. Unter anderem habe ich Instrumente verfremdet, und als Beispiel möchte ich hier meine normale Akustikgitarre nehmen. Die beiden hohen Saiten habe ich oktaviert gestimmt, dass die H-Saite runterkommt auf E. Das gibt einen ganz anderen Sound, und habe das so zusammen angeschlagen. Und dadurch ist es auch ein bisschen schiefer geworden. Dann habe ich ein Banjo benutzt, was eigentlich nicht auf dem Plan stand, aber für mich ganz gut passte, weil es diesen hohlen Sound habe ich auch ein bisschen verändert akustisch. Und eine portugiesische Bouzouki. Außerdem ein Bowdrum, ein Shaker, Schlagzeugsticks habe ich benutzt und eine Frame Drum. Und das alles könnt ihr in diesem kleinen Video kurz sehen. Was ich noch gemacht habe, ich habe viele Sample Libraries benutzt, wie immer natürlich. Und welche das sind, für die Nerds unter uns, habe ich unten in die Kommentare geschrieben. Was für mich ungewöhnlich war, waren die kurzen Spielzeiten. Wer meine Musik kennt, weiß, dass ich mich meistens so oberhalb von 7 Minuten, manchmal 12 Minuten bewege, manchmal auch Sachen mache, die länger als eine Stunde sind. Ich mag es gern, wenn Sachen im Hintergrund laufen können. Setze meistens so Punkte im Song und lasse es dann so ein bisschen plätschern, aber versuche die Stimmung zu halten. Und hier sollte der Song ungefähr 3 Minuten lang sein. Das habe ich nicht ganz geschafft. Er ist ein bisschen länger, weil das Konzept ist, das habe ich auch mit dem Ralf Kurzifer besprochen, dass man die Stimmung einmal anteasert und dann den Song ausmacht und die Stimmung weiterläuft. Das finde ich ein ganz spannendes Konzept, und mich würde mal interessieren, wie ihr es so findet, und ja, sagt doch mal Bescheid, schreibt es doch mal in die Kommentare. Habt ihr lieber lange Songs, die weiterlaufen, oder habt ihr lieber kurze Songs, um die Stimmung einmal zu haben, damit es danach nicht weiter nervt? Wie gesagt, in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit Die Auserkorene des Chor. Ich fange gleich an mit ein paar tiefen Strings. Die sind von Spitfire Audio aus der Iscini-Bibliothek. Parallel dazu habe ich ein paar Streicher und Bläser aus der gleichen Library.
Als nächstes kommt das Banjo rein, was ich ein bisschen anders abgemischt habe. Die Saiten sind sehr locker gespannt, damit es einfach ein bisschen anders klingt, als man es erwartet. Die Buzuki habe ich angeschlagen. Der Gesang ist ein bisschen sehr hart an der Grenze von dem, was ich singen kann. War der auch ein bisschen wilder. Jetzt kommen Frame Drum dazu und die Bow Drum. Außerdem Sticks. Und die runtergestimmte Gitarre. Es baut sich langsam auf. Das ist instrumental. Die Buzuki ist übrigens mit einer angeschlagen. Einer Maultrommel. Und das war's schon.